Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile und unsere gute Intelligenzia, die überhaupt nicht lumpig-lappig aussieht. Ich würde jetzt mal ein paar Sachen verkaufen. Warte, konnten wir das hier bei Heini machen? Ich glaube schon, Sell-Items. So. Wir haben hier ganz viel Kram. Kann man das mit Rechtsklick? Nein, kann man nicht mit Rechtsklick da reinmachen. Dann schmeißen wir jetzt mal alles hier rein. Weil das alles nicht besser ist. Ich werde gleich sowas von geflamed, habe ich das Gefühl. Von irgendwelchen Leuten, die mir hier zugucken. Was ich denn hier bitte mache. So. Accept. Okay. Inventory. Jetzt habe ich hier so Zeug. Alchemy Shard. Alchemie. Ist auch egal. Alteration Shard. Transmutation Shard. Stay sharp out there. Ja, ja. Dann gehen wir mal in unsere Truhe und packen jetzt mal alles, was wir hier vielleicht nicht gebrauchen können, rein. Orb of Transmutation, okay, was auch immer. Scroll Fragment, auch weg damit. Und diesen Fischnetz brauchen wir noch. Ja. Jetzt haben wir noch Levels. One point left. Increases 12% Spell Damage. 10... Intelligenz. Also Skelette zerreißen ja so schon, ne? Fast Speed. Oh. Machen wir. Egal. Damit wir ganz schnell unsere ganzen Zombies immer beschwören können, die dann alles töten, oder das ist alles kein Problem. Dann ist das alles kein Problem. Apply Points. Okay. Click to level up. Was haben wir jetzt gelevel up? Das ist jetzt die gute Frage hier, ne? Menü. Inventory. Cosmetics. Passive Skill Tree. Okay. Cancel. Nein, stopp. Geh mal weg hier. Challenges. World Screen. Social Screen. Overlay Map. Overlay Map. Aha, nee, mach das weg. Danke. So, Events im PvP. Nee. PvP, ich würde die Leute zerreißen, aber das möchte ich denen nicht antun, damit die den Spielspaß nicht verlieren. So, wir werden mal die Küste entern. Da sind meine drei Freunde. Ihr könnt euch noch für Namen entscheiden. Postet einfach mal drei Namen und die, die mir am besten gefallen, die nehme ich dann. Dann bekommen nämlich alle meine Skelette Namen. The Tidal Island. Yes. Oh. Dann gehen wir da mal rein. Richtig sonnig hier. Guck mal, meine Skelette können sich ein bisschen bräunen. Die sehen nämlich ein bisschen blass aus. Und waschen könnten die sich auch mal. Scheiße. Boah, meine Skelette, die... Die schlagen zu und alles fällt weg, ey, ist das geil. So, ich bleib auf jeden Fall hinter meinen Skeletten. Das macht man als Ratma-Totenbeschwörer auch so. Und schön neue beschwören, falls sie mal weg sind. Impaled Corpse. Nehmen wir mit, ne? Was hier rausfällt, nehmen wir mit. Boah. Kommen noch ein paar neue. Ach, ist das schön. Kann man hier unten lang gehen? Nein, kann man nicht. Leute, da ist noch ein Stück Strand, wo ich hingehen könnte. Wollte nur mal angemerkt haben. Aber gut, ich sag mal nichts dazu. Aber ein Level up. Ich habe ein Level up. Und wir machen mal, dass wir unsere Skelette schneller befehligen können. Oder beschwören. Ich bin hier schon voll im Diablo-Slang. So. Das
sieht so schön aus, ey. Hallo, versteckst du dich mal bitte nicht da hinten? Dankeschön. Die können sich auch nicht entscheiden. Habt ihr irgendwie Hummeln im Hintern? Ey, man kann das Gehirn sehen. Das ist ja cool. Kein Problem. Ich hätte gern so ein Auto-Casting, wo meine Skelette dann einfach wieder beschworen werden, wenn sie weg sind. Ah, jetzt muss ich immer hier oben links auf die 3 achten. Too much clutter. Too much, bla bla bla. Kann nicht mehr tragen, ist ja blöd. Ach du Scheiße. Plattenweste. Oh, lol. Da kam einer an. Aber ich habe ja meine Skelette, die sind gut. Iron Gauntlets. Rusted Spike. Nailed Fist. Warum nicht, ne? Driftwood Scepter. Dann versuchen wir das mal hier so zusammenzuschieben, dass wir dann hier ein bisschen mehr mitnehmen können. Aber wir lassen erstmal so liegen, was eh nicht so sonderlich großartig anscheinend brauchbar ist. Capture a beast with a net. Das Wow müssen wir auch noch machen. Latschen wir jetzt hier einmal um die Insel und das war's? Oder wie ist das? Wow. Okay, ich nehme es zurück. Skelettis, ich werde angegriffen. Zombies, ihr müsst mir helfen. Oh, da ist ein Typ. Hey, Ray. Ich habe gerade Hauke gelesen. Oh. Okay. Fangen wir mal an. Wir schmeißen jetzt mal hier diesen Scheiß raus. Was denn? Medicine Chest. Ach, das brauchen wir. Das brauchen wir noch. Nehmen wir die Steinaxt mit. Das hier. Small irgendwas. Packen wir auch mal mit rein. Rawshide irgendwie. Ach, Schuhe. Ich überhaupt schon Schuhe. Bottle Scroll. Nee, das scheint was anderes zu sein. Okay. Gut. Can be used to quickly return. Ah, Tour Town. Alles klar. So, was habe ich hier? Item Level, Energy Shield. Ja, ich rüste es mal aus. Auch nicht. Ich habe Schuhe, ich habe Schuhe. Eine Steinaxt, die identifiziere ich auch mal. Ich kann sie nicht tragen. Was haben wir denn hier? Small Life Flask. Increases Charge Recovery. Ja, warum nicht? Tribal Club. Okay. Oh, das ist schön. Oh, ein Chain Belt. Ich glaube, einen Gürtel habe ich noch gar nicht, oder? Leute, da kommt jemand an. Den dürft ihr doch mal töten. So einen Ertrunkenen. Ach, habe ich schon ausgerüstet. Auf jeden Fall können wir hier draufkloppen. Ein paar Untote kann man immer mal umbringen.
Nein, jetzt habe ich einen Trank benutzt. Das wollte ich doch gar nicht. Das kommt davon, wenn man Diablo-Spieler ist und auf 1, 2, 3, 4 spielt. Ja. Stirb. Oh, Kannibalen. Nice. Ist hier noch irgendwas Spannendes? So ein Schiffswrack. Vielleicht? Nö, natürlich nicht. Das sieht auch sehr nach Grenze hier aus. Da haben wir noch so ein paar Tide Strider. Simple Rope. Oh. So. Ich find's cool, dass wir die Körper so antatschen können. Na, so viel dann zur Map. Aber die Medizinschachtel haben wir jetzt. Waypoint. So, wenn wir gerade schon mal hier sind, gehe ich nochmal in die Stadt und verkaufe das, was wir haben. Ja. Die Sachen, die wir noch nicht tragen können, die aber vielleicht nicht schlecht sind, packen wir mal hier rein. Kraken Brand Tribal Club. One-Headed Maze. Range. Also brauchen wir irgendwie Stärke für, glaube ich. Wisst ihr was? Wir verkaufen das jetzt einfach. So, Nessa hat anscheinend eine Quest oder so. So. Die Medicine Chest dürfen wir nicht verkaufen. Wir scheinen nicht alles unbedingt gebrauchen zu können. So, das können wir auch noch verscherbeln. Stay sharp out there. Ja, ja, alles gut, mein Freund. I almost stopped believing in miracles. This medicine chest. It's greater than the serums themselves it holds. It tells us that we can do more in Rayclass than merely suffer. I've not much to offer in return, but please take something in thanks for what you've done. Ach du Scheiße. Medium Life Flask, Medium Mana Flask, Quicksilver Flask. Nehmen wir Mana. Okay. Ach, wir können ja doch was suchen, ey. Ach du Scheiße. Okay. Support skills then can't hit enemies or create minions. Yeah, when those skills or minions kill enemies, they will have a chance to summon a phantasm minion, which uses a piercing projectile spell that deals physical damage. Supported skills have 40% chance to poison on hit, okay. Supports any channeling skill protecting you from damage while you channel it. Okay. Support spell that skills, nee, skills that apply an effect to an area around a target location. Supports any skill that hits enemies or could other apply elemental ailments. Wir nehmen das hier, oder? Okay. Purchase items, was hat die denn so? Take care, auf jeden Fall. Ah! Warte mal, wenn die Portalrolle. Können wir die Lebensflasche mal reinpacken? Das ist auch neu. Oh! Sieh mal einer an. Alles klar. Haben wir das auch schon mal? So,
You managed to salvage Shaky Hand's druggery. Nicely done. NASA will put it to good use. More than that, benumbed quack Opta never did. Mhm. Oh, die Hände wieder von 1, 2, 3, 4 runternehmen. Got a job for you, if you're willing. There's a pool near the mudflats needs investigating. You'll smell it before you see it. Ach, toll. Stinks like a carcass in high summer. That's not the worst of it. Dead birds walking. Animals don't rise up again the same as people do here. Okay. So if they aren't raising themselves, what's doing it for them? Tote Vögel wandern oder laufen. Clear the place out and kill whatever's raising those rowers. We've got enough living dead to contend with already. Okay. Farewell. Halt, medicine chest. That medicine chest you found. It'll do more than you might think. The medicine will run out, it always does, but Nessa won't. Give that girl a sliver of hope and she'll carry it to the end of the world. Okay. Stay sharp out there. Dann gehen wir doch mal zurück. Was haben wir hier? Monster Level 3. Gehen wir doch mal nach oben hier, oder? Wir müssen auch noch so ein Monster mit so einem Fischnetz fangen. The Mudflats. Ja, da sind wir ja richtig, ne? Da gehen wir da mal hin. At the end of days. Shh. Aina has something important to tell you. You will listen carefully, yes? Kann man auch unvorsichtig there zuhören? There are many rowers here, but there is only one Oozeback Bloom. He is a mighty rower, old and strong and dangerous. He reeks. He will make a fine gift for the first ones. Find Oozeback Bloom. Weaken him. Capture him. I will take him to the menagerie. I will find a use for his backoos. Maybe it is explosive. Maybe it is hallucinogenic. Lach auch noch so dreckig. A strong beast will escape. A weak beast may join our menagerie. Okay. First ones are watching. Was denn hier? Ach, der hat das Chat, genau. Was haben wir hier? Attempt to capture a beast. Ach so, ja. Was? Nein, um Gottes Willen. Dann schauen wir mal weiter, ne? Warte mal, mit V können wir was fangen. You can only capture beasts with your nets. Okay. Also können wir keine Ertrunkenen töten. Okay, alles klar. Aber hier Blacksmith irgendwas. Nehmen wir mal mit. Nein! Doch! Oh, ich kann die Sachen ableveln, das ist schön. Hier haben wir schon mal eine Chest, da gehen wir auch mal hin. Oh, da kommt gleich ganz viel Zeug raus. Das ist die Frage, wo wir jetzt ein Biest herkriegen, wo wir ein Netz drauf werfen können. Ohne, dass die Zombies es mal schnell kaputt machen. Kopf du ein her, ja, sehr schön. Holy shit. Was ist das für einer? Ach, das ist ein her, ja. Okay, ich komme gleich zu dir, mein Freund. Ich habe hier nur noch so ein paar Leute, die ein bisschen Stress wollen. So. I do not look like an artist, but I am an artist all the same. Look, when you catch a beast, Aina will note it down
A little picture, some words. When the world ends, we will need to have books. Information is needed to survive. To stave off the boredom and madness. To learn how to rebuild. Also wir können hier so ein Bestiarium anscheinend machen, indem wir diese Viecher einfangen. Yeah, Level 5. Dann machen wir uns doch mal mehr Intelligenz, oder? So. Ich habe Zombies, greif doch die an. Können wir den Frosch fangen? Nein, können wir nicht. Der Frosch ist am Ende. Wow. Ist am Ende das, was uns töten wird, weil wir den nicht analysiert haben. Too much clutter. Oh Leute. Was stimmt denn nicht? Oh. Evasion Rating. Haben wir hier? Bis 17 Schaden. Aber das sieht aus wie ein Zweihandstab. Jetzt können wir nicht tauschen, gut zu wissen. Tauschbar mal aus, ne? Improve the quality of a weapon. Okay, anscheinend irgendwie beim Schmied oder so. Okay, das Nest dieser Rowers. Egal, wir laufen jetzt hier durch und töten weiter. So ist das jetzt einfach. Ich finde schön, dass aus einem Tierkadaver ein Zombie kommen kann. Scroll of Wisdom. Nehmen wir auch mit. Black stones descend on us from the north. Ja, das interessiert mich ja nicht. Crate, auch nichts. Dripping Dead. Und die können wir nicht fangen, ne? Nee. Zombies interessieren hier keinen. Too much clutter. Ja, ist ja okay. Ich bin nur gewohnt, überall drauf zu klicken. Und wenn mein Inventar voll ist, mich in die Stadt zu porten. Aber das geht hier, glaube ich, nicht. Das konnte ich aber noch tragen, ganz wichtig. Da oben ist ein Ausrufezeichen. Digga! Strange Glyph Wall. Find the glyphs in the Roar Net. Okay. Drei Dinger müssen wir finden. Das kriegen wir hin. Hier ist schon mal Sackgasse. Und wenn wir drei Glyphen gefunden haben, dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Es wird jetzt nicht überragend sein, aber hey. Die sind tot, bevor sie gespawnt sind, ne? Ich finde cool, dass man so Netze werfen kann, um das dann im Bestiarium so zu haben. Und dann noch eine Glyphe. Nehmen wir auch mal mit. Oh, da ist was Blaues. Digga, greif meine Zombies an. Noch ein gecaptured. 10%. Was sagen denn meine aktuellen Handschuhe? Ja komm, wir schmeißen die aktuellen mal weg. Und rüsten die mal aus. Haben wir hier irgendein Zepter? Maximum Energy Shield, das ist besser. Tribal Club. Dann haben wir diesen Typen. Hallo?
dieser Typ, ey. Da haben wir schon ein anderes. Ah. Ich meine Zombies an. Jetzt brauche ich nur noch eine Glyphe, die die hier meine Zombies, den hier, dass die Zombies, die irgendwie das auf sich ziehen, die Aufmerksamkeit. Mir fällt das gerade nicht ein, wie das heißt. Ist ja auch egal. So, jetzt habe ich 3 von diesen Dingern. The Submerged Passage is now open. Okay, einfach mal rein. Was auch immer wir hier tun müssen, sollen oder nicht tun sollten, wir tun's. Wegpunkt. Ein Wegpunkt. Ey, allein diese Brücke, ne? Ich würde da nicht rübergehen, mal eben so. Ah, ach, hier geht's dann auch weiter. Oh, halt. Sieht schon cool aus, muss ich mal sagen. Roll of Wisdom, nehmen wir mit. So, sollte ich in diesen Landen da nicht noch irgendwas suchen? Travel to the Mud Flats. Search the Mud Flats for the entrance to the Fated Pool. Kill all monster in the Fated Pool. Okay, vielleicht machen wir das erstmal. Es ist ja Quest, dann kann man das mal machen. Aber vorher gehen wir mal verkaufen. Und wir können mit einem Herr ja labern. It will surprise you to learn that I am not popular. The others here are ignorant. They do not see the end coming. They are not survivors like me or you. Digga, ich hol die ganzen Viecher für dich. Met, chill mal. I kept beasts in the encampment. Ja, so, dann. War mal dahin. Und geh mal zu ihm. Now that you've drained that passage, best I warn you about something. I was running down a wounded rower one night's eve when I glimpsed something in that waterlogged cavern. Looked a bit like a sand spitter, only the size of a bloody ox. I reckon it's nesting down in those flooded depths somewhere. If you're going that way, then do us a favor. Spill the old shield crab's guts before it gets hungry and comes looking for us. Stay sharp out there. Es geht da schon wieder los, ey. Targets a corpse and deals belch damage to enemies around the corpse. Oh, Leichenexplosion, cool. Unleashes a wild contagion on enemies, dealing chaos damage over time. Summons a short-lived flaming skull that rushes at nearby enemies and attacks them rapidly. Nur ich finde die Leichenexplosion bis jetzt gut. Creates a stationary electrical orb that frequently unleashes a splitting bolt of lightning at a nearby enemy. Auch nicht schlecht, aber Leichenexplosion gefällt mir besser. Creates a crystal that pulses with cold or a duration. Nö, wir nehmen den hier. Okay. Du kriegst jetzt hier den ganzen Stuff. Die alles nicht brauchen. Das auch weg damit, den auch. Riftwood Club. Noch nicht identifiziert. Jetzt haben wir identifiziert. Aber ich mag den nicht. Weg damit. Warum geht das nicht? Hey, resist Zombie Minion. Hatten wir hier. Unleash a Ball of Fire. Okay, halt, stopp, halt, stopp. Hey, wir akzeptieren das erstmal. Farewell. Kann ich das denn da nicht rein? Wollte ich mich jetzt verarschen? Okay, ich sag dazu mal nichts. So, wir haben hier die Leichenexplosion, ne?
Detonate Death. Sehr schön. Das wollte ich, meine Freunde. Nicht mehr, nicht weniger. Lol, der hat Flügel. Cool. Warte mal. Shift. Click to unstack. Nee, das ist ja doof. Yes. Gibt es eigentlich so ein Kürzel, womit man das hier schnell reinkriegt? Das fände ich jetzt mal interessant zu wissen. Den packen wir auch erstmal weg. So. Dann sind wir für diesen Part auch erstmal fertig. Und ich sage damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.